Bonjour, monsieur, dame, c'est un sacre de la chorale profane. Mein Hobby ist Altfranzösisch. Und der Titel dieses Podcasts ist Altfranzösisch. Und ich lese die Betriebsanleitung meines Fahrrads vor, eines Elektrofahrrads. Und ich bin angekommen in Hinweise zu Elektrik und Elektronik bei Wartung und Pflege. Und ich lese auf Deutsch, Englisch und Französisch vor. Wartung und Pflege. Stellen Sie vor, arbeiten jegliche Art an Ihrem Pedelec die elektrische Anlage aus und entnehmen Sie den Akku. Wartung und Reinigung an geöffneten spannungsführenden Teilen darf nur durch einen Fachmann, Fischer, Kundendiensttechniker erfolgen. Ich repariere mein Fahrrad selbst. Lassen Sie die Bauteile Ihres Pedelecs nur durch Originalteile oder solche, die vom Hersteller freigegeben sind, ersetzen. Ansonsten können Gewährleistungs- und Garantieansprüche erlöschen. Bevor Sie Ihr Pedelec reinigen, entnehmen Sie den Akku. Wenn Sie den Akku reinigen, achten Sie darauf, keine Kontakte zu berühren und dadurch zu verbinden. Falls diese spannungsführend sind, können Sie sich verletzen und den Akku beschädigen. Ich sag's direkt, das ist ein Akku mit viel Leistung und 48 Volt. So viel spannungsführende Teile gibt's in unserem Fahrrad nicht. Der Akku ist viel gefährlicher als das. Spätestens daran merkt man, dass hier irgendein absolutes durchgeknalltes Arschloch am Werk war, als die Anleitung geschrieben worden ist. Reinigung mit einem Hochdruckgerät kann Schäden an der elektrischen Anlage herrufen. Durch den hohen Druck kann Reinigungsflüssigkeit auch in gedichtete Teile gelangen und diese schädigen. Vermeiden Sie die Beschädigung von Kabeln und elektrischen Bauteilen. Ist dies geschehen, muss das Pedelec bis zur Überprüfung vom Fachmann Fischer Kundendiensttechniker außer Betrieb genommen werden. So. Ich finde das unmöglich, was hier steht. Instructions about electrics and electronics, maintenance and care. Always remove the battery before doing any kind of work on the electrical system to your Pedelec. Maintenance and cleanings on exposed live parts may only be performed by a specialist Fischer customer service technician. Not at all. It's a bicycle. To ride and to be repaired by your own. Only replace parts of your Pedelec with original parts or parts approved by the manufacturer. Otherwise, warranties or guarantees may be voided. Remove the battery before cleaning your Pedelec. Ensure that you do not touch or accidentally connect contacts when cleaning or maintaining the battery. You are at risk of injuring yourself or damaging the battery if these are live. Cleaning with a high-pressure device may result in damage to the electrical system. The high pressure can cause cleaning fluid to seep into sealed parts and damage them. Avoid damaging cables and electrical parts. If this happens, the Pedelec must be removed from operation until inspection by a specialist Fischer customer service technician. So. Entretien avant toute intervention qu'elle quelle qu'elle soit sur votre vieille il y a lieu de couper le système électrique et de retirer la batterie. Bonjour, mon président.
Le nettoyage et l'entretien de pièces sous tension dont on a retiré la protection ne doivent être effectués que pour un vélociste ou un technicien du service après-vente Fischer. Monsieur, dame, il faut trouver la tension en vélo. C'est la femme française qui a travaillé eux-mêmes. Les pièces de votre VAE ne doivent être remplacées que par des pièces d'origine ou par des pièces autorisées par le fabricant. Sinon, le droit à la garantie peut ne pas s'appliquer. Avant de nettoyer votre VAE, retirez la batterie. Si vous nettoyez la batterie, veillez à ne pas toucher des contacts avec le risque de gros court-circuit éventuel. S'il devait être sous tension, vous pourriez vous blesser et endommager la batterie. Un nettoyage à haute pression peut endommager les installations électriques. La forte pression peut faire s'infiltrer le liquide même dans des pièces protégées par des joints et les endommager. Il faut éviter d'endommager les câbles et les pièces électriques. Si cela a été le cas, il faut cesser d'utiliser le VAE jusqu'à ce qu'il ait été contrôlé par un vélociste ou un technicien du service après-vente Fischer. Et c'est le beau week-end pour vous et à bientôt.